Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight auf dem Lost Stromowrack mit Yunjin Lee. Ich gönne uns mal hier direkt den Jumpscare. Uhuhu, ich lieb's. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine Time und wir spielen gegen die Dredge und außerdem mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Einmal mit dem Superhit von Yunjin Lee, deswegen spiele ich auch mit Yunjin. Das ist ein Erschöpfungsperk unten und macht es, wenn ich den Killer mit einer Palette betäube oder ja, mit einer Palette ausschließlich mit einer Palette betäube, erhalte ich einen Sprintboost von 150% für 4 Sekunden, also eine Sekunde länger als alle anderen Sprintboosts. Und bin dann nur 20 Sekunden lang erschöpft, anders als bei den anderen. Da bin ich 40 Sekunden erschöpft. Also es wurde ordentlich gebufft vor einiger Zeit. Und ist somit jetzt ja immer noch mittelgut, denn man muss ja erstmal diese Palette auf dem Kopf werfen von dem Killer. Und damit habe ich Links elterliche Fürsorge mitgenommen von Yuichi. Sobald ich den Killer stunne auf irgendeine Art und Weise, bin ich für 7 Sekunden ohne Kratzspuren unterwegs, ohne Blutspuren und der Killer hört auch mein Schmerzenslaute nicht. Das bedeutet, ich stunne den Killer hoffentlich und bin dann einfach weg. Tritt erstmal gegen den Shen und geht dann hier lang. Macht so ein Phantom dahin. Ich gehe mal hier rüber. Hier ist nochmal eine Palette. Ich gehe einfach weiter. Okay. Dann gehen wir zurück. Gehen über die Palette hier leise rüber. Und er ist weg von mir. Na gut. Hui! Oh mein Gott, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ja, er hat Pop dabei. Und überladen, überladen ist auch ein Schrein der Geheimnisse. Genauso wie besser als neu. Mit besser als neu rechts von Rebecca kann ich einen Überlebenden heilen. Und diese Person ist dann, oh Wunder, besser als neu. Er ist hier gar nicht, ne? Das war nur sein Add-on. Bedeutet, die Person heilt dann 16% schneller, kann schneller Totems segnen und Truhen öffnen und Totems zerstören. Bedeutet, ist dann richtig schön schnell. 16% ist unglaublich schnell unterwegs für kurze Zeit. Damit habe ich noch empathische Verbindung mitgenommen oben, ebenfalls von Yuichi, weil das einfach eine super Kombination ist. Denn mit empathischer Verbindung sehen verletzte Überlebende meine Aura und können dann schön zu mir rüberlaufen, wenn sie nicht gerade in der Jagd sind, bitte. Und sich dann mit 10% mehr Geschwindigkeit durch empathische Verbindung heilen lassen. Da wird ein Schlag getankt von Ada. Das bedeutet, wir kriegen jetzt beide Gens durch. Das ist richtig gut. Allerdings ist die Dredge ja auch ein Schneeballkiller, wie Felix immer so schön sagt. So, die Person sollte ja nicht mehr einen Haken bekommen. Und Ada ist jetzt gleich besser als neu, denn sie kann alles 16% schneller. Das ist doch richtig cool, oder? So, was machen wir nun? Was machen wir nun? Noch einen Gen am besten, oder? Hier übrigens, wenn ihr nichts in der Hand habt, könnt ihr bei diesem hier in der Hocke eine Schlüsselkarte aufheben. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich möchte mein Midi-Paket behalten. Und einen Geheimraum öffnen. Hier ist noch ein Gen. Und da ist eine Glyphe von mir. Die hole ich mir. Ja, also jeweils zwei Perks, die ganz gut zusammenpassen. Das Perkbild so an sich, boah, könnte auch funktionieren.
Superhelden nimmt man viel zu selten mit. Und da sind wir wieder am Nachtfall. Das ist so gruselig, der Nachtfall. Ich bin die Einzige, die am Gen ist. Jetzt ist Fang auch am Gen. Das heißt, ich gehe nicht retten. Auch weil ich super weit weg bin. Ich hoffe auf Ada. Ja, sehr schön. Ada ist retten gegangen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich glaube, ihr hört das. Mich hat es leider zum zweiten Mal erwischt. Aber ich bin wieder eigentlich ziemlich fit. Hab, wie gesagt, nur noch ein bisschen eine Schnupfnase. Deswegen bin ich ein bisschen nasal hier unterwegs. Und ich höre noch nicht so richtig gut. Aber ja, im Nachtfall hört man ja sowieso nicht viel, ne? So, alle sind verletzt, aber ich würde super gern den Gen schnell durchziehen. Ich weiß, es sind immer so viele Abers. Jetzt sitze ich hier 90 Sekunden lang und mache gar nichts außer den Gen. Upsa. Ich hätte tanken können, aber irgendwer muss ja auch retten gehen. Und dann machen wir dich doch mal besser als neu, oder? Was hältst du davon, Ada? Einmal besser als neu? Sorry. Oh wei. Also als Stretche wird er auf jeden Fall gleich Barbecue dabei haben, denke ich mal. Und aus einem der schönen Schränke hier rauskommen. Wir haben noch ein paar Paletten hier. %16. Hakensaboteur ist, glaube ich, auch %16 schneller. Noch ein Gen to go und er kommt tatsächlich hier rüber. Da ist das Pop drauf gegangen. Und das Überladen. Pop und Überladen, eine mega gute Kombination. Aber er hat nicht keine Versteckmöglichkeit dabei. Sonst hätte er mich da gesehen. Teleportiert sich zurück. Und hat da eine Sprengfalle abgekriegt, glaube ich. Im Moment sind die ja Taschenlampen wieder deaktiviert. Aber Sprengfall ist, glaube ich, diesmal nicht mit deaktiviert. Nur Dramaturgie, Einschätzung und manifeste Reste. Also alles, mit dem man irgendwie eine Taschenlampe bekommen könnte. Sprintboost, elterliche Fürsorge. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war leicht witzig. Oha! Da hat er nochmal weit ausgeholt. Das war klasse. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, er kommt aus dem Inneren. Ich wusste nicht, dass außen auch nochmal Schränke sind. Ich hänge jetzt ja zum ersten Mal, also alles ganz entspannt. Und ich habe noch ein Medipaket für den Notfall dabei. Okay, also wir haben da hinten einen Gen, hier in der Mitte und hier bei mir haben wir noch einen Gen. Eigentlich ganz gut aufgeteilt. Und da werde ich auch schon gerettet. Trifft deine Wahl auch richtig stark auf ihm. Aber Fang ist gerade in der Jagd. Fang ist gerade in der Jagd, ganz ruhig hier. Oh, 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 oh. Okay. Fang war nicht mehr in der Jagd. Mit Pop hat dann wahrscheinlich meinen Gen noch wieder runtergetreten. Ja. Einmal ganz kurz. Und dann schön weit weg.
Also trifft deine Wahl. Pop. Überladen. Ansonsten bist du das gerade nicht, ne? Ich benutze mal mein Medipaket. Ich bin ja fast ganz hoch geheilt und ich bin hier relativ sicher. Denn die Gents sind ja alle auf dieser Reihe. So, okay. Nein, wir gehen auch wieder an Jen. Oh, wenn man wüsste, von wo er kommen könnte gerade, ne? Von dort. Okay. Oh, mein Jen ist komplett auf Null. Okay, das war überladen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch überladen drauf ist, weil ich ja gerade angetickt hatte. Vermutlich hat er überladen draufgepackt, nachdem ich... und Mori. Oh, habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Prozent schneller. Danach bist du besser als neu. Fangen wir da hinten. So, einmal zu. Und Franks Jen weitermachen. Ich denke mal Barbecue, oder? Im Keller. Ja, man kommt hier rüber. Und setzt nochmal Pop bei mir auf den Jen. Das war nicht so gut. Autsch. Die Palette liegt schon. Hier haben wir noch eine schöne Palette. Die ist wirklich richtig gut. Dann nehmen wir die Palette hier. Kommt er mit runter? Nee. Er geht, trifft deine Wahl ausnutzen. Hier hinten hat er keinen Gens mehr zu verteidigen. Außerdem sind die anderen beiden dead on hook und da könnte er nochmal einen Mori gebrauchen, sagt er. Also nochmal Pop überladen. Habe ich hier noch eine Palette? Ah! Ausbruch. Pop überladen, Ausbruch, trifft deine Wahl. Mac macht leider gar nichts mehr. Okay, kein Barbecue. Mac macht eine Kiste auf, okay. Dann gehe ich aber auch eine Kiste aufmachen. Wäre halt schon gut, wenn wir uns jetzt so aufteilen könnten, dass einer an einem und der andere am anderen Gen arbeitet. Und ich müsste geheilt sein, damit nicht immer wieder seine Fähigkeit angefüttert wird. Wie gesagt, Schneeballkiller. Da vorne höre ich ihn, er ist hier irgendwo. Okay, sie ist einfach im Keller. Sie ist einfach im Keller. Krass. Okay. Schade. Und dann sehen wir noch nicht mal das Mori. Mal schauen. Ich wiggle mal nicht. Da ist der nächste Haken. Ich glaube, ich kriege die Luke geschenkt. Das ist lieb. Drei Moris. Das ist mega lieb. Ich mache mal hier einen Cut. Und wir gucken mal gleich, ob der Killer noch genug Geduld mit mir hatte. Bis gleich. Nicht bis gleich.
Da kriege ich die Luke geschenkt. Mega lieb. Das war ja süß. Cool, cool. Ja, Winter-Event, ich freue mich schon heftigst dolle drauf. Und wir kannten alle Perks. GG. Ein Herzchen hinterher. Die Add-ons. Einmal die Augen der Überlebenden 3 Sekunden lang angezeigt, wenn dieser Zähler für Teleportation verwendet wird. Wenn du einen Schließschrank mit Teleportieren betrittst. Yes. Indeed. Und dann einmal der Kritikerschädel, den sieht man auch fast jedes Mal. Erhöht die Aufladegeschwindigkeit, solange mindestens ein Überlebender verletzt wird. Ja. Die Addons sind auch stark. Dann sage ich mal GG. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.